Das Umbrechen einer Grasnarbe ist immer eine besondere Herausforderung. Gerade hier beim Rotschwingel. Das Gras bildet einen ganz dicken Wurzelfilz. Die Oberfläche ist sehr stark durchwurzelt. Man sieht hier, wie im oberen Bereich die Wurzeln den Boden locker halten. Allerdings wurzelt das Gras nicht übermäßig tief. Darunter wird es dann auch fest. Dieser dicke Wurzelfilz muss irgendwie angebrochen werden. Und zwar am besten durch eine flache Arbeit. Hier habe ich ihn gefräst. Ganz flach angeschnitten und darunter einmal bleiben wir auf dem Festen. Dies bleibt so liegen und dann schauen wir, was wir als nächsten Arbeitsgang machen. Rund 4 Wochen nach dem Fräsgang präsentiert sich die abgefräste Rotschwingelnarbe so. Zwischenzeitlich, gut 2 Wochen nach der Fräse, ist ein Bodenbearbeitungsgang mit der kurzscheibenegge Kerrie erfolgt, um die Schollen zu zerkleinern und anzudrücken. Und vor 4 Tagen ist die Zwischenfrucht gesät worden, die jetzt ganz langsam das Licht der Welt erblickt.